Mein Name ist Sven Bauer. Ich komme aus Süddeutschland, genau aus Schwäbisch Hall und bin freischaffender Pianist. Als Pianist spiele ich Konzerte und das in ganz verschiedenen Besetzungen, also sei es in Klavierabenden, in Kammermusikformationen oder auch als Solist mit Orchester. Musik ist für mich die Möglichkeit, alle meine Emotionen auszudrücken. Ich kann es eigentlich gar nicht sagen, warum Klavier. Bei mir in der Familie sind keine Musiker. Wir hatten aber ein Klavier im Haus, beziehungsweise die Oma. Und die hat dann halt früher drauf gespielt. Und so bin ich irgendwie an die Klaviermusik geraten. An der Kaleidos Musikhochschule habe ich ein Master of Arts in Music Specialized Performance, also ein Solistendiplom, absolviert. Der Abschluss ist für mich auf jeden Fall ein weiterer Baustein und gerade im Hinblick auf eine spätere Hochschullehrtätigkeit sehr hilfreich. Zusätzlich zu der Qualifikation konnte ich im Rahmen des Studiums zahlreiche interessante Eindrücke sammeln. Einer davon, der mir ganz speziell in Erinnerung geblieben ist, ist mein erster Auftritt innerhalb der neuen Konzertreihe der Kaleidos Musikhochschule. Die nennt sich Musik verrückt, Konzerte an ungewöhnlichen Orten. Und mein Auftritt war dann eben in der Produktionshalle einer Metallbaufabrik. Das war natürlich eine ganz andere Atmosphäre und ein ganz spannendes Thema. Abseits der Bühne hat mir das Studium viele neue Kontakte und Freundschaften gebracht, die ich auch weiterhin pflegen werde. Man muss natürlich noch ergänzen, bei unserem künstlerischen Beruf, da gibt es eigentlich keine Trennung zwischen beruflich und privat. Die Musik ist unsere Leidenschaft, insofern gibt es da keine klare Trennung. Über mich als Person lasse ich grundsätzlich lieber andere urteilen, aber ich denke, was ich sagen kann und was ich auch mit dem Beruf des Pianisten, was mich da ja auch verbindet, ist definitiv, dass ich sicherlich motiviert und sehr ehrgeizig bin. Und mir macht es einfach Freude, auf der Bühne zu stehen und die Menschen mit der Musik glücklich zu machen.